Gut. Alles klar. Damit The Rob the Chris Champion. Und Moritz, was war schon zu deinem... War schwache Leistung. Ich hab Angst. Freunde der gesunden Performance, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leider habe ich im letzten Kernquiz den Kürzeren gezogen und dementsprechend muss ich noch eine Bestrafung machen, die ihr über Instagram entscheiden durftet. Danke Philipp nochmal für den Vorschlag, denn ich muss 200 Wiederholungen kombiniert aus Jumping Lunges und Burpees machen. Weil das ja sonst viel zu einfach für mich ist, mache ich das natürlich noch im Affenkostüm. Mein Plan ist es, 25 Jumping Lunges und 15 Burpees zu machen und davon insgesamt 5 Sätze. So, Viertel nach 11. Auf geht's. Burpees sind ja viel zu anstrengend. Ich hätte es, glaube ich, anders verteilen sollen. 15 Burpees sind schon krass. Alter. Oh je. Die Burpees sind doch übler als gedacht, deswegen ändere ich ein bisschen das Verhältnis und mache 30 Jumping Lunges und 10 Burpees. Easy. Von 5. Demnächst werden die Kern-Challenges angepasst. 15 Minuten anfangen. Ja. Ja, muss schon wieder vor 30 schon fertig sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Überzeugt. Fertig! Easy! Ich hab nichts mehr. So, Freunde, das war doch eine überragende Leistung, würde ich mal sagen. Dann hoffe ich mal, dass ich beim 500 Abonnenten Special Quiz dann nicht verliere. Ansonsten haben wir jetzt für die 200 Abonnenten natürlich auch schon einige Videos gemacht und in einigen Videos kann auch einiges schief gehen. Da dachten wir uns, wir wollen euch jetzt dann die Outtakes mal vom ersten Halbjahr ein bisschen präsentieren, euch noch ein bisschen damit unterhalten. Und ich würde sagen, Film ab. Ist schon an. Natürlich. Okay, natürlich. Seid schon. Klick jetzt auf den Link und schau dir unsere Homepage an. Was? Hätte Meeresfrische, Frische. Der schlimmste Teil dieser Pandemie. Würde ich dir empfehlen, eher... Warte mal, was empfehle ich denn dem überhaupt? Ja, wirklich. Ich habe gedacht, was macht denn der da? Und dann wollte ich gucken und dann dachte ich, ich kann nicht gucken und dann wusste ich nicht, was ich sagen soll. Wahrscheinlich schon ein graues Haar, das muss weg. Ich könnte draußen. Wie gesagt, da bin ich super stolz, super dankbar. Und scheiße, jetzt ist mir nichts mehr hingefallen. In Leinsamen, Leinöl. Ich jetzt durchs Bild gelatscht. Scheiße. Eine gute Mobility ist einfach die Basis für ein langfristig sinnvolles und schmerzhaftes Scheiße. Einfach aus Fairnessgründen gegenüber. Ja,
Sprachfehler gestellt und ich habe voll den Teil vergessen, dann vorzubeugen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht und wir sind vorbeigelaufen. Quick-Tipp Nummer 6, Fokus auf die Grundübung. Ja, so herrscht auch. Das ist mal wieder ein Umbauvideo, wie ihr in dem Video letzte Woche gesehen habt. Hoffentlich eigentlich. Ich glaube, ich muss rülpsen. Mal haben wir abgefragt, wie die Mitglieder. Ganz klare Antwort zu dem Thema ist, man kann nichts. Scheiße. In dem Video, was haben wir gesagt? Gar keine Trainingspausen, macht's. Macht's. Es steht ein Oberkörper-Workout auf dem Plan und du hast Scheiße. Freunde der Gesunden. Höhere Gewichte. Es steht ein Oberkörper-Workout an und du hast keinen Plan, wie du dich warm machen sollst. Hä? Ihr ein bisschen was nachkaufen müsst und jetzt bin ich irritiert, weil der Bildschirmausgang ist. Muskelausdauertraining machen und davon. Scheiße, da war ich ja noch nie raus, mittendrin. Du hast dein Schulterimpingement und geht jetzt einmal mit dem Ball instinktiv. Welchen Ball? Den Block. Komplett durch. Und um das besser vormachen zu können, nehmen wir hier einmal den Rob dabei. Hi Leute. Scheiße, jetzt wollte ich Hi Leute. Damit hatte ich nicht gerechnet. Eigentlich war es gut, aber... Voll motiviert und laut noch, ey. Ich war so richtig geflasht, also gedacht,